I am the Jochen, und das ist der Frühsport für Sonntag, den 30. Juli 2023. Schönen guten Morgen. Deutschland ist Faustball-Weltmeister. Zum vierten Mal in Folge. Herzlichen Glückwunsch an die Herrschaften, die in Mannheim gestern Österreich 4:0 schlagen konnten im Endspiel. Und damit bleibt also der Titel im Lande, ein viertes Mal in Folge. Mal sehen, wie die nächste WM dann ausgeht. Ich habe da so einen Tipp. Im Fußball wollen die deutschen Frauen gerne auch Weltmeister werden. Das dauert aber noch ein bisschen, denn da läuft ja nach wie vor die Vorrunde und endlich hat Deutschland auch sein zweites Vorrundenspiel. Ist ein bisschen absurd vom Spielplan her, denn bevor es das zweite deutsche Vorrundenspiel gibt, hat die Gruppe, was ist es, A, schon ihren letzten Spieltag komplett durch. Das heißt, wir haben, ist es Gruppe A, ich gucke nochmal. Die Buchstaben sind Schall und Rauch. Nee, ist doch, ist die Gruppe A. Die spielt also zuerst den letzten Spieltag und dann macht die Deutschlandgruppe ihren zweiten Spieltag komplett. Ist ein bisschen komisch. Wir gehen es mal kurz durch, was heute ansteht. Es sind vier Spiele insgesamt. Um 6.30 Uhr geht es los mit Südkorea gegen Marokko aus der deutschen Gruppe. Das zweite Spiel aus der deutschen Gruppe geht es um 11.30 Uhr. Das ist dann eben Deutschland gegen Kolumbien. Und dazwischen gibt es die Entscheidung in der Gruppe A mit 9 Uhr parallel Norwegen gegen Philippinen und Schweiz gegen Neuseeland. Das erste ist live dabei, zeigt ab 6.30 Uhr volle Pulle, alles live. Norwegen gegen Philippinen nicht komplett live. Da ist man bei Schweiz, Neuseeland und geht dann in das andere halt eben kurz rein oder berichtet zumindest im Ticker, wie auch immer. Wir schauen mal kurz auf den aktuellen Stand der Dinge in der Deutschlandgruppe. Deutschland 3 Punkte, Kolumbien 3 Punkte, ist quasi das Topspiel der Gruppe heute. Südkorea und Marokko hatten zum Auftakt verloren und müssen nun Boden gut machen. Und in der Gruppe A, wo der letzte Spieltag ansteht, sieht es so aus. Schweiz hat 4 Punkte vorne, Neuseeland 3, Philippinen 3 und Norwegen 1. Das heißt, wenn die Schweizer gegen Neuseeland gewinnen zum Beispiel und die Philippinen punkten gegen Norwegen, dann wäre Neuseeland raus. Aber Norwegen ist ja eigentlich das Team in dieser Gruppe, was man hier sehr hoch eingeschätzt hätte, oder höchstens sogar, würde ich sagen. Die müssen zum Weiterkommen auf jeden Fall gewinnen und dann hoffen, dass am besten Schweiz gegen Neuseeland gewinnt. Dann werden Schweiz und Norwegen weiter. Wir werden sehen, das Ganze um 9 Uhr. Ich erzähle euch morgen, wie es ausgegangen ist. Gestern gab es schon Spiele in anderen Gruppen. Da gucken wir auch nochmal kurz drauf. Schweden hat nämlich gewonnen. Klar, 5-0 gegen Italien, ist damit auch in die K.O.-Runde vorzeitig eingezogen. Und dann gab es noch den letzten Spieltag, nee, den vorletzten Spieltag in der Gruppe F, aus der ja der deutsche Achtelfinalgegner käme. Da hat Frankreich 2-1 gewonnen gegen Brasilien und Jamaika schlägt Panama 1-0. Und damit in der Gruppe jetzt recht spannend die Nummer da. Frankreich 4 Punkte, Jamaika 4 Punkte und Brasilien 3 Punkte. Panama ist letzter ohne Punkt. Und die spielen dann am letzten Spieltag gegen Frankreich. Das ist Frankreich so gut wie durch. Aber Jamaika, Brasilien, das wird ein richtiges Endspiel in der Gruppe. Und da möglicherweise ja auch dann um den deutschen Gegner. Kriegen wir noch raus. Also 11.30 Uhr heute im ersten in der Sportschau erstmal unsere Damen bejubeln und gucken, was da so läuft. Und dann schauen wir weiter. Aber wo Fußball, die zweite Liga hatte weitergespielt. Gestern wieder sehr torreich eigentlich. Karlsruhe gewinnt 3-2 in Osnabrück. Hannover Elversberg 2-2. Da hat Elversberg schon 2-0 geführt in Hannover. Haben sie noch ausgeglichen, Hannoveraner. Wien Wiesbaden gegen Magdeburg 1-1. Kaiserslautern Philipp gegen St. Pauli mit 1-2 in dem Abendspiel. Düsseldorf gegen Hertha BSC 1-0 gewonnen. Ich denke mal, es ist allen klar, was heute kommt. Drei weitere Spiele. 13 Uhr Braunschweig gegen 13:30 Uhr, Entschuldigung, ist ja Sonntag. Braunschweig gegen Holstein Kiel, Hansa Rostock gegen 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth gegen Paderborn. Das die Partien heute und das Ganze bei Sky Bundesliga natürlich wieder einzeln oder in der Konferenz, wie ihr möchtet. Und um 17.30 Uhr gibt es noch ein Spiel auf Sport 1, und zwar das Finale der U19-Europameisterschaft der Frauen. Und da spielen die deutschen Mädels gegen die Spanierinnen. Also 17.30 Uhr geht es um einen EM-Titel und vielleicht kann den ja am Schluss dann die deutsche Mannschaft feiern. Das finden wir noch raus. Tennis in Hamburg, es hat nicht sollen sein für Nomanoha Akoge. Die hat leider verloren im Damenfinale gegen Arantxa Rus aus den Niederlanden in 2 Sätzen. Dennoch bester Erfolg ihrer Karriere, tolle Sache, hier beim ersten Hauptfeld gleich ins Finale zu kommen. Und vielleicht holt ja Alexander Zverev heute den Titel aus deutscher Sicht. Der hat sein Halbfinale gegen den Franzosen Fies gewonnen und trifft jetzt im Finale auf den Serben Djere. Um 15 Uhr geht's los und Servus TV ist euer Freund und hier live mit dabei. Und davor gibt es bereits aus dem Doppel das Finale mit Gravitz Pütz. Die haben es nämlich geschafft und würden gerne den ersten Titel zusammen gewinnen. Die spielen gegen Gilles und Vliegen aus Belgien, 12.30 Uhr. Ob das auch auf Servus TV gestreamt wird? Ich glaube ja. Da würde ich aber lügen. Also nicht im Fernsehen, aber wenn dann im Stream.
Guckt mal nach, kann sein, dass das gezeigt wird. Ansonsten sage ich euch morgen, wie es ausgegangen ist. Ist ja ganz klar. Und Laura Siegemund wollen wir noch kurz gratulieren. Die hat nämlich erst ihr Viertelfinale noch gewonnen, das wegen Regens unterbrochen werden musste. Traf dann im Halbfinale auf Tatjana Maria in Warschau beim Turnier. Hat gewonnen gegen Tatjana Maria und steht jetzt auch im Endspiel. Die Laura Siegemund, aber ihre Gegnerin steht noch nicht fest. Könnte Iga Swiatek sein oder Yvonne Wegmeier. Da ist das Spiel auch unterbrochen worden. Also wettermäßig läuft das nicht so in Warschau gerade. Da warten wir noch auf den morgigen Tag. Dann wird der Halbfinale. Ich guck nur mal. Nee, ist immer noch fest. Swiatek führt 1-0 jetzt, okay. Also diese Halbfinalpartie wird dann eben zu Ende gespielt und dann gibt es das Endspiel. Auf Tennis Channel natürlich, wie immer beim Frauentennis. Basketball U18-Europameisterschaft, da ist Deutschland jetzt ausgeschieden gegen Serbien, aber trotzdem ein tolles Ergebnis. Die Herrschaften haben es immerhin bis ins Halbfinale geschafft und das war auch nicht unbedingt zu erwarten. Dann habe ich den Blick auf die Fechtweltmeisterschaften für euch. Da ist aus deutscher Sicht alles jetzt durch. Keine Medaillen gab es bisher und auch heute, wenn die letzten Teamwettbewerbe anstehen, im Florett der Männer und im Säbel der Frauen, wird es keine Medaillen geben, denn die deutschen Teams sind dort bereits in den Vorrunden ausgeschieden. Wer trotzdem noch gucken will, kann ab 10 Uhr reinschauen auf Fencing Channel bei YouTube. Da könnt ihr dann gucken, wer dort Weltmeister wird. Letzter Blick auf die Schwimmweltmeisterschaften. Da steigen heute die letzten Finals ab 13 Uhr wieder im Stream auf Sportstudio. Ihr kennt das ja schon. Mit deutscher Beteiligung. Ole Braunschweig ist dabei im 50 Meter Rückenfinale gleich um 1. Dann haben wir Lukas Mertens über 15 Meter Freistil um 15:45. Florian Wellbrock hat es nicht geschafft. Der ist in der Quali wieder ausgeschieden. Also im Becken läuft es nicht bei ihm, muss man fairerweise sagen. Isabel Gose gestern Fünfte geworden im 800 Freistil. Schade, lag zwischenzeitlich mal ganz gut auf Medaillenkurs auch. Und die 4x100 Meter Freistil Mixstaffel der Deutschen am Ende nur 8. Platz im Finale und der letzte, aber immerhin ein Finalplatz. So, und heute gibt es noch zwei Staffeln, und zwar die die Lagenstaffeln Frauen und Männer, 4x100 jeweils. Das sind die Vorläufe in der Nacht. Klammer auf gewesen, Klammer zu, weiß ich jetzt gerade noch nicht zu dem Zeitpunkt hier, wo ich aufnehme. Da kämen dann auch die Finalläufe noch dazu, um 14:45, beide hintereinander, erst die Männer, dann die Frauen. Also wer schwimmen gucken will, schaue heute ab 13 Uhr auf sportstudio.de und dann werden die euch nicht so im Stich lassen, wie ich jetzt hier. Die haben nämlich dann alles Wichtige für euch parat. Gut, dann schaue ich auf die European League of Football. Da gab es gestern, also mit den Prager Lions, das wird doch nichts mehr, oder? Jetzt können sie wieder spielen. Diese ganze Gehälternummer ist jetzt erstmal geklärt. Und sie verlieren 13:73. Ernsthaft, macht das keinen Spaß gegen die Panthers Wroclaw. Außerdem Stuttgart Search erfolgreich mit 78:27 gegen Mailand. Also die Liga hat tatsächlich ein ganz großes Gefälle. Und das ist ein Problem natürlich. Ich hoffe, heute wird es ein bisschen spannender. Sollen noch ein paar Spiele stattfinden. Zwei davon zu sehen auf ProSieben Max. Und zwar um 1. Jetzt los mit der Frankfurt Galaxy zu Hause gegen die Fehervar Enthroners aus Ungarn. Leipzig fällt ja wieder aus, wissen wir. Und dann gibt es um 16:30 im Anschluss daran das deutsche Duell. Die Hamburg Sea Devils empfangen die Cologne Centurions. Ergebnis dann morgen bei mir hier. Formel 1, da gab es gestern in Spa-Francorchamps diesen Sprint-Dings da, was Max Verstappen gewonnen hat. Wenig überraschend und heute wird er dann das Hauptrennen wahrscheinlich gewinnen. Wer Lust hat auf Formel 1, 15 Uhr geht's los auf Sky Formel 1, könnt ihr das Ganze gucken. Formel E ist entschieden. Da gab es gestern im ersten Rennen in London die Entscheidung in Bezug auf die Weltmeisterschaft, nämlich Jack Dennis ist der neue Weltmeister. In der Formel E, der hat davon profitiert, dass sein härtester Konkurrent gar nicht mehr ins Ziel gekommen ist. Von daher alles gut und Glückwunsch an Herrn Dennis zur Weltmeisterschaft. Heute gibt es trotzdem noch mein letztes Rennen, das Ganze ab 18 Uhr live aus London. Ihr könnt es gucken auf Eurosport 2 oder auf Pro7 oder von mir aus auch auf beidem. Ist doch nicht mein Problem, guckt doch, was ihr wollt. Und dann guckt halt zur Not gleichzeitig. Dann gab es die Tour de France der Frauen. Gestern die große Bergankunft war ein Spektakel. Das endete am Schluss mit dem Sieg von Demi Vollering aus den Niederlanden vor der Polin Nieuwiedoma und Van Vleuten aus den Niederlanden wird Vierter. Aus deutscher Sicht Ricarda Bauernfeind auf der 9, immerhin mit einem sehr achtbaren Ergebnis. Die Gesamtwertung hat das Ganze natürlich gestern jetzt unglaublich durchgeschüttelt. Da hat sich einiges jetzt getan. Da ist auch Lotto Kopecky, die bislang Führende, nicht mehr vorneweg.
sondern die ist zurückgefallen und auch zum Beispiel Jan Lippert ist nicht mehr in den Top 10. Die hat es auch ein ganzes Stück nach hinten gespült. Ist aber noch nicht der weiße letzte Schluss, denn heute gibt es ja immer noch die letzte Etappe und das ist ein Einzelzeitfahren rund um Po. Wer das sehen möchte, der kann das tun auf Eurosport 1. 15 Uhr geht's los oder ihr guckt auf One 15:20. Ihr kennt ja die Zeiten und die Sender, das hat sich die Woche über ja nicht geändert. Da könnt ihr also dabei sein bei der letzten Etappe der Tour de France Femmes und danach wissen wir dann, wer die Gesamtsiegerin ist. Jetzt habe ich gemerkt, die letzten anderthalb Minuten, ich überbrücke gerade, weil meine Ergebnisseite hier nicht richtig lädt von der Tour de France Femmes. Ich wollte den aktuellen Gesamtstand mal kurz verkünden und jetzt rödelt das hier vor sich hin und da passiert genau nichts. Ich habe aber, glaube ich, sonst nichts mehr, was ich noch raushauen könnte. Radsport haben wir. Ich gucke nochmal verzweifelt hier drüber. Ich werde das Video nicht nochmal neu aufnehmen. Und dazu also überbrücke ich hier einfach, bis der Arzt kommt oder beziehungsweise bis hier der Gesamtstand kommt. Das wird mir ja schon reichen. Na komm, mach hin. Ich sehe nur eine weiße Seite mit viel nix. Aber hab sonst auch nichts mehr eigentlich. Ich kann ja schon mal den Blick auf die nächste Woche werfen, im Zweifelsfall. Denn da gibt es ja wieder Champions League-Qualifikation, Conference League-Qualifikation mit Entscheidungen. Da werden wieder Teams ausscheiden. Und wir haben nächste Woche außerdem. Was haben wir nächste Woche noch? Kommt, kleine Vorschau auf die Woche. Die Frauen-WM geht natürlich weiter, ist klar. Dann gibt es die Bogenschieß-WM, es gibt die Kletter-WM nächste Woche. Ui, Beachvolleyball-EM startet am Mittwoch in Wien. Dann gibt es die Rad-WM in Glasgow mit einem tollen Konzept auch. Da finden alle Radsport-Wettkämpfe statt, die so gibt, von Mountainbike über BMX, Straßenrad, Bahnrad, was weiß ich. Die dritte Liga startet am nächsten Wochenende mit ihrem ersten großen Spieltag. Ja, ich sehe immer so das sich drehende Rädchen hier auf weißem Hintergrund. Das ist nicht gut. Gucken wir mal noch eine Woche voraus, was es noch gibt. DFB-Pokal kommt dann übernächste Woche dran und der WM-Sommer, der bleibt weltmeisterlich. Wir haben dann die Volleyball-Europameisterschaften der Frauen und Männer. Es ist zwar jetzt keine WM, aber es ist eine EM. Die Hockey-Europameisterschaften gibt es in Mönchengladbach. Wir haben die Leichtathletik-Weltmeisterschaften, dann sind es wieder Weltmeisterschaften in Budapest. Die Fünfkampf-WM gibt es Ende August. Die Badminton-WM steht an. Die Kanu-Sprint-WM, Wahnsinn. Dann sind wir auch schon beim Radfahren wieder, bei der Deutschland-Tour und bei der Vuelta. Und die US Open Tennis und die Basketball-WM, das geht Schlag auf Schlag. Das ist alles im August noch dran. Und dann kommt die Ruder-WM und ach, was weiß ich, hast du nicht gesehen. So, und apropos Tennis, apropos US Open, das bringt mich zurück zum Thema, apropos Vuelta, das bringt mich zum Thema Radsport zurück und zu der Tatsache, dass es mir hier nicht gelingt, anscheinend heute nochmal den Gesamtstand der Tour de France Femmes rauszuzaubern. Ich probiere jetzt nochmal die Seite komplett neu zu laden. Aber wie lange bin ich jetzt schon drüber, ohne dass ich wirklich neue Informationen geliefert habe? Ich weiß es nicht. Doch, ich habe euch erzählt, was alles noch kommt diesen Sommer. Und dann ist auch schon Herbst und dann fängt die Champions League wieder an und. So, jetzt brauche ich hier nur nochmal das Ergebnis. Kriege ich das aus dem Kopf zusammen, wenn das hier nicht funktioniert? Nee, kriege ich nicht. Ja. Doch, ich habe noch eine Idee, wo ich gucken könnte. Moment. Ich will das hier nicht im Ungewissen lassen. Vielleicht lädt es hier. Nee, es lädt auch nicht. Irgendwas hängt gerade hier ganz massiv. Doch, da sind wir. Demi Vollering führt in der Gesamtwertung vor Katharina Niewiadoma. Auch das Ergebnis von gestern ist das Ergebnis der Gesamtwertung auch. Annemiek van Vleuten auf 3. Die Zwischenstände sind so: 1,50 Rückstand für Niewiadoma. 2,28 für Van Vleuten. Also ich denke mal, Vollering wird es im Einzelzeitfahren, die wird doch nicht jetzt auf 22 Kilometern nicht 2,5 Minuten verlieren, das glaube ich nicht. Lotto Kopecky ist auf 4 zurückgefallen, hat aber nur 7 Sekunden auf Platz 3, da könnte noch was gehen gegenüber Van Vleuten. Und aus deutscher Sicht mit ein bisschen scrollen nach unten, da sehen wir Ricarda Bauernfeind auf der 9 mit 7 Minuten 42 Rückstand auf die führende Vollering. Und auf Platz 3 hat sie immerhin etwa 5 Minuten Rückstand, das wird nichts mehr. Ich glaube so mit dem Podest zumindest. Aber vielleicht ist er trotzdem, die Top-10-Platzierung ist trotzdem auch eine gute Sache. Und die ist ja auf jeden Fall nach wie vor drin. Ach, guck, die Seite ist da. Ja, super, jetzt habe ich es mir auch mal anders rausgezogen schon. Na, dann hätte ich es jetzt auch so nochmal sagen können. Also Vollering führt, und das wissen wir ja inzwischen schon. So, Formel E habe ich gesagt, London 18 Uhr. Formel 1 habe ich gesagt, 15 Uhr. Football hatten wir, Tennis hatten wir, Fußball hatten wir. Ich glaube, dann sind wir auch wirklich durch. Reicht auch. Ihr habt genug gelitten in den letzten Minuten. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt bis jetzt. Und morgen vielleicht dann wieder ein bisschen eleganter und ein bisschen entspannter hier. Wobei entspannter bin ich. Müde halt, aber naja.
Wir sehen uns morgen wieder und dann schauen wir auf den Sonntag zurück und gucken mal, was wir für den Montag so im Angebot haben. Spoiler, gar nicht so viel. Bis dann. Tschüss.